Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte am Donnerstag, dem 7. November 2013. Im folgenden Interview geht es wieder um die Treuhandanstalt. Diesmal spreche ich mit Herrn Dirk Labs. Herr Labs ist Buchautor und hat im Jahre 2012, soweit ich mich entsinne, das Buch Der deutsche Goldrausch, die wahre Geschichte der Treuhand veröffentlicht. Herr Labs, worum geht es dabei? Hallo. Ja, da geht es im Großen und Ganzen natürlich die Geschichte der, wie Sie eben schon sagten, der Treuhandanstalt nach und der die Geschichte der Privatisierung der Volkswirtschaft oder Teilen der Volkswirtschaft der DDR durch die Treuhandanstalt, die ursprünglich von Bürgern aus der DDR gegründet worden. Und Sie sagen, sie ist ursprünglich von den Bürgern aus der DDR gegründet worden. Soweit ich mich entsinne, gab es ja, glaube ich, ein Treuhandgesetz, auch schon vor der Wiedervereinigung. Genau, ja. Naja, das, die ganze Idee geht auf die Überlegung von Bürgerrechtlern zurück, unter anderem aus Berlin und Brandenburg, die also sich überlegt haben, wie kann man das Volkseigentum, wie es ja hieß, was ja eigentlich nur ein politischer Begriff war des SED-Regimes, wie kann man dieses Volkseigentum für die DDR-Bürger retten? Und da hat man sich also überlegt, dann muss es diese so eine Art Treuhandgesellschaft hingegen, Auffanggesellschaft. Und man hat diese Idee am runden Tisch eingebracht, da wurde die auch angenommen und damals noch vom DDR-Ministerrat umgesetzt. Und dann wurde im März 90 schon die erste Treuhandanstalt gegründet. Und dann wurde sie dafür im Zuge der dann sehr schnell stattfindenden Wiedervereinigungsverhandlungen gesetzlich umgemodelt. Dann gab es ein neues Treuhandgesetz und eine neue Treuhand. Und die Treuhand, wie man sie dann später so kannte, hat mehr oder weniger im Juli 1990 die Arbeit aufgenommen. Und von Herrn Dr. Rohwerter, dem ersten Chef der Treuhandanstalt, sind ja auch zur schnellen Privatisierung auch kritische Zitate bekannt. Und hat er da einen vorsichtigeren Privatisierungskurs gemacht als Frau Breul? Also er war der zweite Chef. Der erste Chef hat relativ schnell nervt aufgegeben. Er war vorher, wollte er eigentlich nur Verwaltungsratsvorsitzender sein und hat dann aber selber den Job übernommen. Es wird allgemein immer gesagt, dass es große Unterschiede gab in der Politik, aber das ist, glaube ich, ein kleiner Irrtum. Rohwerter war auch ein relativ knallharter, überzeugter Marktwirtschaftler, der allerdings die Macht von Oligopolen brechen wollte. Also der hat also ein bisschen so geprägt, dass er gesagt hat, man soll nicht einzelne Konzerne, bestimmte Branchen komplett dominieren. Aber er war vor allem in der Art und Weise, wie er verkauft hat, geschmeidiger, sage ich mal, als Birgit Breuel. Aber wenn man mit seinen engsten Mitarbeitern gesprochen hat, war er in bestimmten Punkten genauso knallhart wie Breuel. Also das ist ein bisschen Missverständnis. Da wird seine Rolle ein bisschen falsch gedeutet. Das heißt, er hat auch auf Tempo gesetzt und nicht darauf, den größten Verkaufserlös unbedingt erzielen zu können. Ja, er hat auch auf Tempo gesetzt. Er hat auch irgendwann, also er hat sicherlich eine Entwicklung durchgemacht. Also er hat am Anfang einfach gehofft, dass man sozusagen eine reine Marktwirtschaft, die es ja in der Bundesrepublik in dem Sinne nicht gab, da war ja der Markt in vielen wichtigen Branchen sehr stark kartelliert. Wie man ja weiß, er hat also gehofft, dass er sozusagen die reine Marktwirtschaft in Ostdeutschland etablieren kann und hat da so die Rechnung ohne die westdeutschen Konzerne gemacht. Zum anderen hat er halt gemerkt, dass diese ganz harten Schritte mit der Bevölkerung so nicht zu machen sind. Und er hat dann auch sicherlich auch unter der Kritik, die er ja dann erleiden musste, bevor er ermordet worden ist, sehr gelitten, was mir erzählt worden ist. Also er war ja ein Sanierer aus Westdeutschland, der mit großen wirtschaftlichen Erfolg, aber auch mit vielen Entlassungen einen Stahlkonzern saniert hat. Und da hatte er für sich immer in Anspruch genommen, dass er ein gutes Verhältnis zur Gewerkschaft hatte. Das also sehr kritisiert worden ist, aber dass er sozusagen als der menschliche Sanierer galt. Und das hat man dann bei der Treuhand, oder die Ostdeutschen haben das in ihm nicht mehr so ganz gesehen. Er wurde auch sehr angefeindet. Das kannte er so nicht. Er fühlte sich da so ein bisschen ungerecht behandelt und da hat er seine Politik überdacht. Und er merkte auch, dass er so der Sündenbock ist, dass er also von der Bundesregierung damals, der Regierung Kohl, gerade neu gewählt, als erste gesamtdeutsche Regierung nach der Wiedervereinigung da so ein bisschen allein gelassen worden ist. Und insofern hat er kurz vor seinem Tod ein bisschen angefangen, moderat seine Grundsätze zu überdenken, aber ehe er wirklich die Politik ändern konnte, ist er schon ermordet worden. Wie ist denn die Privatisierung damals abgelaufen? Hat man Staatsbetriebe
meistbietend versteigert oder hat man da die freihändig verkauft oder gab es da bestimmte Schwellen, ab wann versteigert werden musste? Nee, es war freihändig, trifft es ganz gut. Es war ein gigantischer Prozess, der sozusagen, wo sich die Bedingungen ständig auch geändert haben. Also so, die Regeln haben sich geändert, es hängt sehr stark ab, wer ist der Privatisierer, es wurden viele Nebendeals gerade am Anfang getroffen. Also es gab dann die eine große Linie. In der späteren Phase der Treuhand hat mir ein Treuhand mal gesagt, hing es mal ganz stark von der Berichterstattung ab. Also wenn gerade sehr kritische Presse war, dann hat man ein bisschen vorsichtiger oder auch ein bisschen versucht, höhere Preise zu erzielen, um dann wiederum den Käufern hintenrum Geld zu erlassen. Weil im Großen und Ganzen war es so, dass die Treuhand auch den Käufern, also die Käufer, die in Frage kamen, sprich westdeutsche Unternehmen, sehr ausgeliefert war. Also die westdeutschen Unternehmen haben schnell mitgekriegt, dass sie die Preise diktieren können. Und zum Teil haben sie ja auch durchgesetzt, dass sie sogar noch Geld für Unternehmen bekommen haben. Weil es im Endeffekt immer darum ging, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten. Und das haben sich bestimmte Unternehmen, die da gekauft haben, sehr oft teuer bezahlen lassen, mehr oder weniger durch Subventionen, durch alle möglichen Nebenabsprachen, die da getroffen worden sind. In den Zitatsammlungen zu Ihrem Buch steht auch etwas von einer Globalbürgschaft. Entschuldigung, das habe ich akustisch nicht verstanden. Ja, in der Zitatsammlung zu Ihrem Buch steht auch etwas von einer Globalbürgschaft. Was für eine Wirtschaft? Eine Bürgschaft, eine globale Bürgschaft. Eine globale, ach so, ja genau. Also Entschuldigung, ja klar. Also es war so, da ging es eher so darum, dass da ging es eher um die Bank, ich glaube, die ziehen jetzt auf die Bankgeschäfte ab. Die Unternehmen aus Westdeutschland, die eigentlich mit das beste Geschäft gemacht haben, waren die Banken. Weil die haben mit sehr hohen, also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, mit sehr hohen Zinsraten das Geld verliehen an die ostdeutschen Unternehmen, wen auch immer sie gehörten. Aber diese Kredite waren wiederum abgesichert durch die Bundesregierung. Das heißt, es gab gar kein wirtschaftliches Risiko für die Banken. Also man hat trotzdem es kein Risiko gab, hat man Höchstzinsen genommen. Man hat also quasi, es war ein todsicheres Geschäft. Und das hat auch sehr viele Treuhänder sehr verbittert. Also selbst Birgit Beul war wohl, die bekanntermaßen die Tochter eines Bankiers ist, war so ein bisschen geschockt über diese Vorgehensweise in der Banken. Also die da wirklich ein unglaubliches Geld verdient haben. Und die Bundesregierung damals unter Helmut Kohl hat es letztendlich mitgemacht, weil man Angst hatte, sich mit den Banken zu verschärfen. Wurden außer Staatsbetrieben durch die Treuhandanstalt auch Teile von Daseinsvorsorge, Teile der Sozialversicherung oder gar Behörden privatisiert? Nein, also da muss man so ein bisschen trennen. Es war ja sozusagen, ich habe es eingangs gesagt, Volkseigentum ist ja ein Kampfbegriff der SED gewesen. Es gehört ja nicht dem Volk, das Eigentum, sondern dem Staat. Insofern ist technisch durch die Wiedervereinigung das ganze Staatseigentum an die Bundesrepublik übergegangen. Das heißt, Behörden, alles, was dazugehört, gehörte automatisch der Bundesrepublik. Was Versicherungen und so weiter anbelangt, die wiederum sind verkauft worden. Die Versicherungen sind an gegen großen Widerstand dann an die jeweiligen größten Anbieter in der Bundesrepublik verkauft worden. Allianzversicherungen, die aber ironischerweise sehr viel Geld unterm Strich damit verloren haben. Aber die Behörden und alles, was staatlich war, ist automatisch jedenfalls in großen Teilen an den bundesrepublikanischen Staat einfach übergegangen. Jetzt hat man ja scheinbar bei der Treuhandanstalt nicht gerade gleichheitsgerecht ist man dann mit der Privatisierung vorgegangen. Wie ist das denn mit der Dienstaufsicht gewesen? Naja, also was ja so ein bisschen Einnahmehauptpunkt ist, dass das diese Legende ja so geht, als sei die Treuhand eigenständig unkontrolliert agiert, als sei das sozusagen, das wurde auch sehr gepflegt, also man hat das auch bewusst so aufgebaut, so man hat das suggeriert, die ist quasi ein Staat im Staate und man hat das auch gepflegt, dieses Bild. Aber die Aufsicht hatte ganz eindeutig das Bundesfinanzministerium inne und dort hat man eben die Aufsicht schleifen lassen. Man hat also ganz klar monatelang fast jeden Deal durchgewunken, gerade in der ersten heißen Phase, weil man eben gesagt hat, wenn wir anfangen, hier richtig zu kontrollieren, dann wird der Prozess zu langsam. Dasselbe gilt fürs Parlament, also die meisten Parlamentarier haben relativ früh gewusst und erkannt, dass da links und rechts ziemlich viel schief läuft bei diesen gigantischen Deals, weil man hat halt gesagt, wenn wir als Parlament anfangen, das zu kontrollieren, jede einzelne Privatisierung, dann dauert es zu lange.
Also es ging um tausende von Betrieben. Und insofern hat man gesagt, gut, dann gucken wir lieber zur Seite. Und die einzigen, die da wirklich ein bisschen protestiert haben auf parlamentarischer Seite, waren letztendlich ostdeutsche Abgeordnete, die sich bei den nicht wirklich durchsetzen konnten. Ist Ihnen dazu was bekannt, ob die Treuhandanstalt im Besatzungsrecht verankert worden ist? Sie wird ja auch im Einigungsvertrag erwähnt, deswegen... Nicht, dass ich wüsste. Wie gesagt, ja so, und das ist, wie das in der Geschichte ja oft so ist, so das ist die Ironie der Geschichte, dass, wie ich eingangs sagte, die Idee ja wirklich auf Bürgerrechte zurückgeht, auf den runden Tisch und auf den noch damals ja die Entscheidung treffenden Ministerrat. Und man hat da quasi selber ein Sonderrecht geschaffen. Man hat in dieser Übergangsphase von der sogenannten Volks- zur Marktwirtschaft ja so ein bisschen eine schwammige juristische Situation geschaffen, dass also über Nacht alle volkseigenen Betriebe auf einmal GmbHs waren, obwohl man noch gar nicht so richtig wusste, was eine GmbH eigentlich ist. Und das waren sehr chaotische Zeiten. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass sich im Wesentlichen die Funktionäre bedienen konnten. Also da gerade in dieser Zeit zwischen März 1990 bis zur Beginn Währungsunion sind schon extrem viele Deals ausgehandelt worden zwischen Funktionären, die also noch die Zugänge hatten und westdeutschen Unternehmen. Da kann ich mir natürlich vorstellen, wenn man sich noch gar nicht so damit auskannte, wie eine GmbH funktioniert, dass man dann möglicherweise auch überfordert war. Es gibt unglaublich viele Geschichten von ostdeutschen Unternehmern oder die Geschäftsführern von diesen GmbHs, die das auch sagen, sie waren überfordert, die dann reingefallen sind auf Unternehmensberater aus Westdeutschland, die dann rübergekommen sind und gesagt haben, ich erkläre euch, wie der GmbH funktioniert, ich stelle euch dafür auch nur 3.000 Mark pro Tag in Rechnung und so. Das wurde dann gezahlt. Da gab es also fürchterliche Geschichten, was sicherlich auch dazu führte, man muss sich vorstellen, da war ja die Wiedervereinigung noch gar nicht in Sicht, beziehungsweise sie war in Sicht und war noch nicht vollzogen, dass für viele Ostdeutsche schon im Sommer der Schock über die Marktwirtschaft und wie sich einige Westdeutsche benommen haben, der war schon so groß, dass die Stimmung da schon sehr verhagelt war. Ja, was ich mir auch vorstellen kann, ist, wenn die Leute noch nicht, ja, jetzt plötzlich eine Rechtsform waren, die Leute sind gar nicht richtig informiert worden, was sich jetzt rechtlich ändert, dass sie vielleicht auch Probleme gehabt haben, alles mit den richtigen Beträgen zu bilanzieren und dass vielleicht deswegen auch Betriebe unter Wert verkauft worden sind. Ja, das ist sicherlich ein Problem. Dann muss man fairerweise sagen, die Buchhaltung in der DDR war jetzt nicht zu vergleichen mit der Buchhaltung in Westeuropa. Das heißt, wenn man jetzt gesagt hätte, wir machen jetzt erstmal eine richtige Aufstellung sozusagen und dann legen wir erst los, dann wären 3 Jahre rum gewesen. Ne? Und das muss man klar sagen. Also viele Probleme und viele Skandale, die wir dann letztendlich erlebt haben und die ich versucht habe aufzuschreiben, sind wirklich ein Stück weit nicht zu verhindern gewesen. Das ist so das Tragische an der Geschichte. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, man hätte den Prozess anhalten können und erstmal in Ruhe nachzählen, jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, und dann privatisieren. Dann hätte es zu lange gedauert, dann hätten auch die Menschen nichts davon gehabt, weil dann wären noch viel mehr Arbeitsplätze verloren gegangen. Aber man hätte es sicherlich besser machen können. Und man hat sich hinter diesem Argument, es muss schnell gehen, auch versteckt. Das ist also ganz eindeutig. Man hat gesagt, schnell, schnell, schnell. Und man hätte sicherlich, wenn man die richtigen Leute gefragt hätte, schneller an Zahlen rankommen können. Nur es bestand auch gar nicht so richtig das Interesse natürlich. So ein Unternehmen hat ja meistens auch stille Reserven und die Buchwerte sind oft viel niedriger. Und wenn ich mir vorstelle, man macht das so schnell, da könnte ich mir vorstellen, dass deswegen manches auch unter Wert verkauft worden ist. Nicht ja, genau. Durch Absicht. Genau. Ich habe da einen Fall im Buch, der ist ein Klick klassisch dafür, dass ein westdeutscher mittlerer Manager, also gescheiterte Existenz war er noch nicht, aber er war jetzt auch nicht gerade oben auf der Karriereleiter, wird also nach Ostdeutschland geschickt, guckt sich ein Unternehmen an und entdeckt, dass die unglaublich wertvolle Immobilien in Leipzig und Berlin haben. Fährt zurück nach Westdeutschland, sagt sein Chef, das Unternehmen ist nicht,
dann kündigt er und kauft mit Schweizer Strommännern dieses Unternehmen auf. Und später sukzessive nimmt er das, beleitet diese Immobilien, verkauft sie und lässt das Unternehmen ausbluten. Das ist natürlich oft passiert. Oder dass Geschäftspartner wussten oder auch Ostdeutsche selber wussten. Das ist natürlich auch oft passiert, dass Ostdeutsche wussten, hier gibt es Immobilien gerade, die auf die kein Mensch kommt. Und die haben sie dann verschachert mit westdeutschen Unternehmern, die das Unternehmen gekauft haben. Das kam auch vorher. Diese Geschwindigkeit, die die Treuhandanstalt an den Tag gelegt hat, soweit ich mich entsinne, waren es ja gerade mal 4 Jahre, bis sie schon wieder umbenannt worden ist und schon einen erheblichen Teil ihres Auftrags erfüllt hatte, wo sie sagen, eine gründliche Bestandsaufnahme hätte allein 3 Jahre gedauert. Also habe ich jetzt geraten, aber okay. Ungefähr da gab es so die, die sogenannte Abschlussbilanz der, ja. Und wenn ich das jetzt vergleiche, andererseits war doch diese Ungewissheit, ob Rückgabeansprüche bestehen von Personen, die ab einem bestimmten Zeitpunkt in der DDR enteignet worden sind. Das passt ja eigentlich überhaupt nicht zusammen. Ja, das sind diese Widersprüche, die es in der Treuhand immer gab. Also man hat sich es gab sogar viele, also man war letztendlich da sehr vorsichtig und hat irgendwann sich entschieden, dass man Rückgabe vor Entschädigung als Grundsatz wählt. Nicht immer, da gibt es auch eine Menge Alteigentümer, die noch immer klagen, aber man hat schon Rückgabe vor Entschädigung als Prinzip ausgewählt und das galt wiederum bei vielen Treuhandverhändlern als der Kardinalsfehler. Die haben gesagt, man hätte entschädigen sollen und versuchen sollen, trotzdem so schnell wie möglich zu privatisieren, damit der Prozess nicht ins Stocken kommt, weil als dann irgendwann richtig geprüft worden, gerade bei jüdischen Alteinsprüchen, was ja auch richtig ist, hat es natürlich immer sehr, sehr lange gedauert. Es gibt noch immer, das wird jeder wissen, der in Ostdeutschland lebt oder da viel zu tun hat oder da hinkommt, noch immer Immobilien teilweise in Innenstadtlage, die leer stehen, weil noch letztendlich die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt sind. Man hat also am Anfang versucht, das relativ freihändisch, wie Sie vorhin so schön gesagt haben, zu verkaufen. Und als es dann Ärger gab, hat man dann nach ein paar Jahren das so ein bisschen eingestellt oder gründlicher geprüft und dann gemerkt, dass es dann unter Umständen sehr, sehr lange dauern kann. Jeder, der mal komplizierten Erbrechtsfall verfolgt hat, weiß, wie kompliziert das sein kann. Wenn wirklich jeder Erbe und gerade durch die, wenn wir jetzt mal an die Kriegszeit sprechen, 72 ist nochmal ein anderes Problem, wenn man jetzt über die Nachkriegszeit spricht, ist es relativ kompliziert, teilweise die Eigentumsverhältnisse zu klären. Haben Sie noch einige Zahlen, um so die Dimensionen der Treuhand zu begreifen? Mir hat mal jemand gesagt, das fand ich ganz interessant, weil der in der Aufsicht saß, der sagte, naja, müssen Sie sich überlegen, Anfang der 90er Jahre, da war dieses ganze Bankensystem noch nicht so entwickelt, wie wir es heute kennen, also was so Investmentbanken anbelangt, die haben vielleicht 2, 3 Privatisierungen mittlerem Niveau pro Jahr gemacht. Und auf einmal hat man 4.000 auf diesem Level innerhalb weniger Zeit. Das heißt, es gab die Leute auch gar nicht, die das wuppen konnten. Und das ist also ein gigantisches Volumen gewesen. Man spricht ja immer auch über die Verlust, den die Treuhand am Ende gemacht hat, der rührte unter anderem auch daher, dass man bei manchen Objekten wie Leuna, die man nicht zumachen wollte, 1 Million Mark pro Tag an Gehältern gezahlt hat. Weil niemand Leuna haben wollte. Später wissen wir ja dann unter mysteriösen Umständen unter anderem an französischen Ölkonzern gegangen. Man hat weiter Gehälter gezahlt. Und das sind so die gigantischen Summen, die einfach da jeden Tag ausgegeben werden mussten. Das heißt, man hat zu wenig eingenommen, hat aber hohe Subventionen gezahlt. Dadurch kam dieser hohe Verlust zustande. Genau, das ist immer ein großer Rechenfehler, der gemacht wird, dass man sagt, es gab mal eine Zahl, die ist aber wirklich basiert auf einer Milchmädchenrechnung. Ich habe mit demjenigen geredet, der die Zahl errechnet hat. Dass mehr oder weniger die Volkswirtschaft der DDR 350 Milliarden wert gewesen sei. Treuhand hat, ich glaube, 250 Milliarden, wir reden jetzt von D-Mark, 250 Milliarden Schulden gemacht. Und dann hat man mehr oder weniger gesagt, wo ist diese Riesensumme? Diese Schulden resultierten halt daraus, dass die Gehälter weitergezahlt worden sind und dass Schulden erlassen worden sind und dass teilweise bei Subventionen Investitionen geholfen worden ist. Also das ist sozusagen nicht ein vernichteter Wert in dem Sinne. Und die Zahl, die da Robert auch mal genannt hatte, die 350, glaube ich, basiert eben
größtenteils auf einer Milchmädchenrechnung, weil die ostdeutschen Beamten, die damals die Zahlen errechnet haben, den Grundstückswert zum Beispiel zu hoch angesetzt haben. Wir haben auch einfach geguckt, was für Innenstadtlage in Frankfurt wert, Frankfurt am Main, lege ich jetzt mal auf Frankfurt an der Oder um. Und das hat nicht so richtig hingehauen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich, ich glaube, reine Einnahmen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, reine Einnahmen wirklich der Habenseite für Verkäufe lagen irgendwie in der Größenordnung von 36 Milliarden Euro für alles. Nur auf der Plusseite. Also an Verkäufen, da sind halt Immobilien allerdings nicht mit drin. Und das ist natürlich, wenn man sich die Summen vor Augen hält, über die wir heutzutage reden, natürlich Wahnsinn, ganzes Land letztendlich. Ne? Und da ist es sicherlich so, dass man mehr hätte erzielen können, man hätte sicherlich nie so viel erzielen können, dass die Kosten gedeckt worden wären. Man hätte aber, und das ist auch ein wichtiger Punkt, sicherlich internationaler anbieten können müssen, hat das aber nicht gemacht, weil es da sehr großen Druck der westdeutschen Konzerne gab. Die wollten also das unter sich ausmachen. Also man hat da sozusagen so Schlachten der 80er Jahre immer noch weitergekämpft, die im Zeitalter der Globalisierung, wie wir es heute kennen, so ein bisschen merkwürdig anmuten, aber das waren halt damals wirklich andere Zeiten. Das waren so die letzten Zuckungen der Deutschland AG. Ne? Also der alten großen Deutschland AG. Ganz herzlichen Dank für diesen Überblick über die Treuhand. Gerne. Und wer sich genau informieren will, das Buch heißt Der deutsche Goldrausch, die wahre Geschichte der Treuhand. Vielen Dank. Vielen Dank.